hier auf der Theresienwiese. Hier findet heute der erste von mehreren großen Protesten gegen den G7-Gipfel statt. Das ist ein Gipfel von den großen imperialistischen Mächten, gerade aus dem Westen um die USA rum. Der findet in Elmau statt, 100 Kilometer entfernt. Aber hier in München wird heute eine große Demonstration stattfinden, organisiert von einem breiten Bündnis. Und auch die MLPD, das Internationalistische Bündnis und der Rebell sind selbstverständlich Teil dieser Demonstration. Wir werden uns hier den aktiven Widerstand auch auf die Fahne schreiben, weil es wichtig ist, gegen diese imperialistische Kriegsvorbereitung, gegen die aktive Vorbereitung des Dritten Weltkriegs, der im Moment von allen imperialistischen Staaten gemacht wird, vorzugehen und dort auch uns zusammenzuschließen und zu organisieren. Also hier beginnt jetzt die Abschlusskundgebung und im Anschluss wird eine Demonstration stattfinden durch die Innenstadt von München und da geht's jetzt los. Es war insgesamt eine friedliche Demonstration, auch eine sehr kulturvolle, ein Höhepunkt auch. Und hier, als wir angekommen sind auf dem Platz, hat die Polizei Leute verhaftet aus dem antikapitalistischen Block, wogegen wir uns auch grundsätzlich positioniert haben, auch die Solidarität geübt haben und das auch aufs Schärfste verurteilen. Heute auf der Demonstration war auch Lisa Gärtner, die jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Und da interessiert uns natürlich auch deine Meinung. Wie beurteilst du die Demonstration heute? Ja, also heute waren viele Leute hier, die mit der Politik der G7 nicht einverstanden sind und deswegen auch auf die Straße gegangen sind. Es war zugleich eine sehr kontroverse Demonstration auch. Also es gab einerseits von der Führung her dieser Demonstration, die vor allem von bürgerlichen NGOs war, es von ATTAC, von BUND, eine sehr opportunistische Politik vertreten haben, indem sie einfach nur Appelle an die G7 gestellt haben und gesagt haben, bitte sorgt dafür, dass es gerechter wird und keine klaren Worte des Kampfes gegen die G7 eigentlich gefunden haben. Das ging so weit, dass es sogar einen ganzen Block da zum Beispiel auf der Demonstration der Waffenlieferung an die Ukraine gefordert hat. Die großen Schilder hatten bewaffnet die Ukraine mit Ukraine-Flaggen und so weiter aufgetreten sind. Zugleich gab es einen ganz starken antiimperialistischen Block, der sehr jung geprägt war. Also dort waren wirklich die meisten Jugendliche, die ganz klar gesagt haben, wir sind heute hier, um gegen den Imperialismus zu kämpfen. Wir sind heute hier gegen Putin und gegen die NATO. Und dort gab es auch eine sehr gute, enge Zusammenarbeit. Wir haben auch neue Jugendgruppen kennengelernt, die sich zusammenschließen, die jetzt politisch aktiv werden wollen. Ja, und wir hatten einen starken Block vom internationalistischen Bündnis, wo sich sehr viele Leute angeschlossen haben. Also im Laufe der Demo haben sich hunderte Leute unserem Block angeschlossen, sich dort beteiligt, haben zugehört, haben angeregt diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Aber bei uns gab es eben auch viele interessante Redebeiträge. Und bei uns war eigentlich auch der Block, wo viele Arbeiter gesprochen haben. Von Airbus, aus der Autoindustrie, Leiharbeiter, Auszubildende haben einige gesprochen. Da wurde auch sehr interessiert zugehört, auch von den Münchner. Wir hatten eben auch Trupps rumgeschickt, die diese blaue Beilage von der Roten Fahne neu vertrieben haben. Und die stieß eigentlich auf einiges Interesse. Also es wurde noch eine ganze Reihe von Broschüren verkauft und auch viele neue Kontakte geschlossen. Und insofern haben wir auf jeden Fall das Beste gemacht, um diese Demonstration hier optimal eben auch zu nutzen oder auch zu unterstützen, um wirklich eine antiimperialistische Friedensbewegung aufzubauen. Das war's jetzt hier aus München. Rote Fahne TV meldet sich wieder morgen aus Garmisch mit Berichten von der Demonstration aus Garmisch. Und hier findet jetzt noch die Abschlusskundgebung statt. Bis morgen. Raus auf die Straßen, Streiks in Betrieb. Raus auf die Straßen, Streiks in Betrieb. Schluss mit den Phrasen, Schluss mit dem Krieg. Schluss mit den Phrasen, Schluss mit dem Krieg. Wir sollten uns entscheiden. Wir sollten uns entscheiden. Kein Baerbock auf Putin oder Biden. Kein Baerbock auf Putin oder Biden. Nein zur NATO-Kriegsarmee. Mach mit dem Widerstandskomitee. Mit dem Widerstandskomitee.